Wir sehen gerade überall in der Industrie Ansätze, um reale und digitale Anlagen zu vernetzen. Die Plattform ist die ideale Basis für diese Ansätze, weil sie ein einheitliches Datenmodell hat und gleichzeitig ein intelligentes Viewing-Konzept für Dateien außerhalb der Datenbank. Außerdem können auf der Plattform ja ganz unterschiedliche Unternehmensbereiche zusammenarbeiten. Im Betrieb, bei der Einarbeitung oder der Montage können die Mitarbeiter davon profitieren, erstmal virtuell durch den Prozess geleitet zu werden, also grafisch und Schritt für Schritt, statt gleich an die reale Maschine zu müssen. In diesem Fall wird der Betrieb einer vollautomatischen Anlage beschrieben, die Plastikflaschen spült und labelt. Die Grundlage für dieses E-Learning ist das 3D-Modell aus der Konstruktion. Dieses Modell wurde dann mit SolidWorks Composer verständlich aufbereitet, mit Schaltern für die Navigation und Schritt-für-Schritt-Animationen. In diesem Fall haben wir die Composer-Datei in eine PowerPoint eingebunden. Jetzt zurück auf der Plattform. Öffnen wir das exakt gleiche Modell, und zwar ohne Konvertierung, ohne Installation, direkt im Browser. Alle Projektmitglieder können darauf zugreifen und bekommen erklärt, wie die manuellen Wartungsarbeiten jetzt vorgenommen werden müssen. Also erstmal zur Schalttafel und auf manuell umschalten. Dann mit dem Sicherheitsschalter die Tür zum Karussellraum öffnen. Hier müssen wir jetzt mehrere Einzelschritte durchführen, um die Abfülleinheit umzurüsten und die kleinen 1-Liter-Düsen durch größere zu ersetzen. 3D Play ist die App für dieses clevere Viewing auf der Plattform. Mit Ansichten, Animationen, aber auch den jeweiligen Akteureigenschaften, den interaktiven Schaltflächen und der Cut-Struktur. Die Anleitungen im Composer-Format liefern also nicht nur komplett interaktive Dokumente, durch die wir uns klicken und in 3D bewegen können. Wir sparen auch noch Zeit, weil unsere Mitarbeiter von all diesen Plätzen darauf zugreifen und die Prozesse dann fehlerlos durchführen können.